warum Energie aufwenden und vielleicht noch den eigenen Garten schaden. Nicht mit mir. Ich möchte auch mal ein bisschen chillen. Was für eine gnadenlose Lüge. 5 Gartenarbeiten, die du sein lassen kannst. Punkt Nummer 1, Laub aus dem Garten entfernen. Laub ist eine wertvolle Ressource für deinen Garten. Ein wunderbarer Dünger, mit dem kannst du deine Beete abmulchen, kannst Kompost ansetzen und schön humushaltigen Boden damit aufbauen. Durch das Mulchen kannst du einen Dauerdünger etablieren. Der Boden bleibt bedeckt. Dadurch werden die Mikroorganismen auch vor der Kälte und vor dem Frost geschützt. Und du baust natürlich einen guten Boden auf, weil du fütterst das Bodenleben. Allerdings solltest du bei dem gerbstoffhaltigen Laub, wie zum Beispiel bei Walnuss, etwas aufpassen. Da kann es dann sinnvoll sein, davor das in eine Heißrotte umzusetzen. Nicht nur wir und der Boden profitiert von dem Laub, sondern natürlich auch andere Tiere und Insekten, die das Laub als Unterschlupf nutzen können. Ein Laubhaufen kann ein Paradies für viele verschiedene Insekten sein, die sich da über den Winter verziehen und unterkriechen. Oder auch für den Igel. Man könnte meinen, es ist ein Igel. Aber es ist Miguel. Der sich dann bei dem Laubhaufen bedienen kann, um seinen eigenen Unterschlupf auszubauen. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum die Bäume das Laub abwerfen. Einer davon, den Kreislauf zu schließen. Die Bäume haben große Wurzeln, bringen die Nährstoffe von unten nach oben. Und wenn die dann das Laub abwerfen, dann bringen sie halt so die Nährstoffe an die Oberfläche, wo sie dann andere Pflanzen, die nicht so tief wurzeln können, davon mit profitieren können. Machen wir uns das zu nutzen und erhöhen unsere Artenvielfalt, damit wir dann ein Gleichgewicht im Garten haben und weniger in die Schädlingsbekämpfung eingreifen müssen. Der Garten muss akkurat und ordentlich sein. 0 mm auf beiden Seiten. Kannst du machen, musst du nicht unbedingt. Zum Beispiel bei einer Wildblumenwiese macht es durchaus Sinn, die auch über im Winter nicht zu mähen und stehen zu lassen und erst im Frühjahr dann den Aufräumschnitt zu machen. Genau. Denn im verholzten Gestrüpp können auch andere Insekten wieder Unterschlupf für die Überwinterung finden. Auch beispielsweise bei alten Brombeertrieben, dass sich halt dann die Insekten dort verkriechen können. Wilde Ecken einfach als Rückzugsort stehen lassen. Schaut vielleicht für den einen oder anderen unordentlich aus, kommen vielleicht ein paar abwertende Sprüche, aber egal, der Aufwand oder der Nicht-Aufwand wird sich dementsprechend auch lohnen, wenn du nur eine verbesserte Artenvielfalt hast und das Gärtnern immer mehr Spaß und einfacher wird. Spaß macht. Und wenn dich jemand verspottet, dann löst es auf bayerische Art. Ja. Punkt Nummer 3, das Umgraben. Seine Beete umzugraben kann in gewissen Umständen sehr sinnvoll sein. Zum Beispiel willst du ein neues Beet anlegen, hast einen ziemlich stark verdichteten Boden, willst ihn erstmal auflockern, damit du dann dort auch etwas fluffigere Erde reinbekommst, humushaltige Kompost, bisschen vermischt mit organischem Material, damit sich jetzt die Bodenqualität verbessert. Aber nachdem du halt dann diese Beete angelegt hast, versuche ich sie in der Regel nicht mehr umzugraben, sondern einfach mit einer Grabgabel zum Beispiel aufzulockern, gut zu mulchen damit und mit einem Pflanzenbewuchs dafür zu sorgen, dass der Boden stets gelockert bleibt, kann man unter anderem auch mit Gründüngungspflanzen und tiefwurzelnden Pflanzen bewerkstelligen. Das Umgraben zerstört die wertvollen Bodenstrukturen und stört auch das Bodenleben, kann auch zu dessen Tod führen. Und auch der Frost kann Schäden am Bodenleben verursachen, wenn der Boden dann einfach offen stehen gelassen wird. Deshalb auch über den Winter für eine Isolationsschicht gut mulchen. Und falls man nicht genug Mulchmaterial hat, kann man Gründüngungspflanzen nehmen, Bodendeckerpflanzen wie zum Beispiel Phacelia, Grünkohl, Feldsalat, Vogelmiere. Diese Pflanzen helfen dir auch dabei, deine Pilze im Boden über den Winter auch mit zu versorgen. Und wenn du schon das Laub übrig hast, vielleicht bekommst du es sogar noch von den Nachbarn, dann dürftest du genug Material haben zum Mulch. Denn bedenke eins, ein fruchtbarer Boden bietet die Grundlage für kräftige und solide Pflanzen mit weniger Schädlingen und weniger Krankheiten. Punkt 4, der radikale Schnitt. Wehe, einer von euch denkt sich, er möchte seinen Baum klein halten und macht das am besten, indem er oben einfach quer alle Äste durchtrennt. Erstens schadet ihr damit dem Baum enorm und hat meistens einen gegenteiligen Effekt, weil durch diesen starken Eingriff wird dann ordentliches Wachstum angeregt, Wasserschosse bilden sich und der Baum wird dann wahrscheinlich noch größer. Also, wenn ihr euren Obstbaum hast und ihn unbedingt loswerden wollt, dann könnt ihr das machen. Soliger Trick, vielleicht um Gesetze und Strafen zu umgehen. Leider sehe ich das viel zu oft hier in den Gärten. Blutet mal auch mein Herz dabei.
so einen Baum sowas etwas anzutun. Von daher ist es umso wichtiger, sich mit der Thematik um den Baumschnitt tiefer zu beschäftigen. Ich orientiere mich an dem Oschberg-Palmer-Schnittprinzip und ein paar Informationen, die ich bei den Gesprächen vom Daniel von den Waldgeistern mitbekomme, weil er eine Baumschnitt-Ausbildung macht. Sehr interessante Sachen mit dabei. Ja. Infos zu dieser Baumschule findet ihr unten in der Videobeschreibung und wer das PDF haben möchte vom Oschberg-Palmer-Schnittprinzip, der schickt mir doch gerne eine E-Mail. Die ist auch unten in der Videobeschreibung und auch hier irgendwo eingeblendet. So einen guten Baumschnitt darf man nicht unterschätzen, um einen Baum vital und fit und jung zu halten und dass er auch gut trägt. Ja, wenn es dann in Richtung der feucht-kühlen Tage kommt, werden unsere Gurken und Tomaten mit der Zeit die Pilzkrankheiten bekommen. Bei den Gurken Mehltau und bei den Tomaten die Kraut- und Braunfäule. Ganz normaler Zyklus, den trifft in der Regel die Pflanze dann immer im Herbst. Da ist auch nicht schlimm. Im August ist es schlimm. Allerdings sind sie da die Pflanzen schon in dem Stadium im Herbst im Zyklus, wo sie dann bald absterben werden. Die würden das nicht überleben. Und dann kommen halt dann viele Leute mit der Panik auf, dass man halt dann diese Pilze, die befallenen Blätter, abtrennen sollte und dann in den Restmüll bringt oder auch verbrennt. Ich für meinen Teil lasse sie einfach in den Beeten liegen. Einerseits tun sich die Sporen sowieso schon in der Luft sehr stark verbreiten. Und ein Argument halt dafür ist, warum man das halt macht, dass die Sporen sich nicht so schnell verbreiten. Kann möglich sein, habe ich jetzt nicht festgestellt bei mir. Allerdings gehe ich an die Sache ganz anders ran. Das heißt, ich versuche ja einen guten Boden aufzubereiten, einen fruchtbaren Boden, weil dadurch entstehen dann kräftige Pflanzen. Und in der Regel ist es halt so, dass wenn du kräftige Pflanzen hast, die weniger von Braunfäule, Krautfäule, Mehltau und anderen Pilzen betroffen sind. Erst schwache Pflanzen werden halt dann meist davon betroffen, weil die Bedingungen nicht mehr passen, weil im Boden etwas nicht stimmt, Nährstoffe vielleicht nicht passen und dadurch die Pflanze geschwächt ist und die Pilze dann dazu da sind, um die Schwachen auszuselektieren, was eigentlich ganz normale Natur ist, das Schwache ausselektieren. Zusätzlich nutze ich sehr viel Mischkultur, zum Beispiel an den Gurken, der Basilikum, dessen ätherische Öle dann auch dafür sorgt, dass die Pilze sich nicht so weit ausbreiten wie der Mehltau. Und das gleiche auch bei den Tomaten, wo ich dann hier auch sehr viel Unterbepflanzungen setze und den Boden auch vielseitig beanspruche mit unterschiedlichen Pflanzen, die sich halt gegenseitig im Wachstum unterstützen. Zumal mein Boden immer dauerbedeckt ist und auch im Winter mit irgendwas gepflanzt ist. Also nach den Tomaten kommt dann entweder dann irgendwas wie Salate rein, Gründünger, Kohlgewächse oder er wird halt ordentlich und dick gemulcht. In der Regel lasse ich die infizierten und betroffenen Teile einfach bei mir in den Beeten liegen und lasse sie halt einfach von dem Bodenleben wieder umsetzen. Wenn es wirklich zu viel ist oder ich mir nicht ganz so sicher bin, ist, dass ich dann halt entweder eine Heißrotte mache, dass halt dann die Pilze dort sterben, kann man im Winter ziemlich gut machen, vor allem wenn man Hühnermist übrig hat, weil im Winter die Feuchtigkeit besser da ist. Mit dem Hühnermist erreicht man auch die entsprechende Hitze. Muss man bei der Heißrotte alle 2 Tage wenden, um Sauerstoff reinzubringen, um den bakteriellen Zustand zu halten und auch ordentliche Hitze dabei entsteht. Oder die andere Möglichkeit, die ich sehr gerne nutze, ist, du kannst sie halt auch in einen Bokashi-Eimer reintun und sie hat dann dort vorfermentieren lassen. Ist halt ein Prozess wie Sauerkraut. Und ich habe sehr viele Bokashi-Eimer und das sehr preiswert und günstig. Da musste ich kein halbes Vermögen dafür ausgeben. Wäre schon Vermögen, ey, wenn ich mir diese Bokashi-Eimer da kaufen würde. Für mich ist es sehr wichtig, den Nährstoffkreislauf und den natürlichen Kreislauf zu schließen. Deshalb bin ich kein Fan davon, diese Pflanzenteile in den Restmüll zu werfen, damit die dann irgendwie weggebracht werden. Sondern hier schauen, dass der Boden gut ist, fruchtbar ist, dass die Pflanzen schon mal in der Vorzucht kräftig heranwachsen. Da hat man in der Regel auch keine Probleme in der Hauptsaison mit der Braun- und Krautfäule oder auch mit dem Mehltau. Und wenn es dann Richtung Herbst und Winter geht, die Kulturen sind da tropische Gewächse, die mögen halt die Kälte nicht, da kommt das von automatisch. 5 Gartenarbeiten, die du jetzt im Herbst nicht unbedingt machen musst, kannst du ein bisschen die Füße hochlegen, eine kleine Entspannungspause von einem anstrengenden Sommer machen und die Natur einfach freien Lauf lassen und du wirst sehen, es wird mit jedem Jahr immer besser, kannst dich zurücklehnen und einfach alles unaufgeräumt lassen. Ein Chaos, ein ordentliches Chaos, aber unaufgeräumt, ich bin doch urdeutsch. Ich glaube, denen wäre das scheißegal. Die haben schon einiges durchgemacht.